Und wir beginnen gleich mit dieser Eilmeldung. Fußballfans auf der WM in Katar werden wohl auf das kühle Blonde verzichten müssen. Die britische Times berichtet, dass die Herrscherfamilie des Wüstenstaates ein Alkoholverbot rund um die Stadien beschlossen hat. Die Getränkestände für das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador seien 48 Stunden vor Anpfiff der Begegnung bereits wieder abgebaut worden. Alkohol ist in Katar nicht grundsätzlich verboten, wird aber nur sehr eingeschränkt, etwa in Bars oder Restaurants bestimmter Hotels angeboten. Gehen wir gleich rüber. Aus Doha zugeschaltet ist mein Kollege Steffen Schwarzkopf. Steffen, wie muss man das einordnen? Wie gehen die Fans damit um? Also zunächst einmal, wir haben das Organisationskomitee, das katarische, kontaktiert, nachdem diese Eilmeldung gekommen ist. Dort hieß es, ja, es wird in Bälde da eine offizielle Stellungnahme geben. Noch sei man allerdings nicht so weit, aber es kommt etwas und das ist schon zwischen den Zeilen die Bestätigung für diese Meldung. Das zeigt vor allem eines, dass selbst die allmächtige FIFA eben doch nicht so allmächtig ist und Katar sich da durchgesetzt hat. Die Frage ist natürlich, warum passiert das 48 Stunden vor Turnierbeginn? Die Bierstände sind längst aufgebaut. Es wurde auch hier schon vor 2 Tagen, als es einen Testlauf gab, beim Fanfestival Bier, alkoholhaltiges Bier, ausgeschenkt. All das muss jetzt wieder quasi aus den Kühlschränken rausgeräumt werden. Also das ist ganz interessant, dass das so kurzfristig passiert. Das bedeutet natürlich auch, was Sponsorenverträge der FIFA angeht, Probleme, um es ganz vorsichtig zu sagen. Budweiser bzw. die Brauerei Anheuser-Busch hat 75 Millionen Dollar für die Sponsorenrechte alleine bezahlt. Und auch das muss jetzt natürlich geklärt werden. Ganz davon abgesehen, dass es für die Fans natürlich, für manche Fans zumindest, eine Enttäuschung sein dürfte, dass es jetzt kein alkoholhaltiges Bier mehr an den Stadien gibt, nicht mehr in den Fanmeilen beispielsweise gibt. Alkoholfreies Bier wird weiterhin auch dort ausgeschenkt, im Übrigen zum Preis der halbe Liter für knapp 9 Euro. Also viele Fans, die auf dem Weg hierher sind, die sich gefreut haben, darauf tatsächlich Fußball zu schauen und das eben auch mit einem Bier in der Hand, die werden jetzt mit Sicherheit sehr enttäuscht sein. Ich vermute mal, die Kritik an Katar reißt dadurch nicht ab. Steffen, vielen Dank für den Augenblick, für diese Einordnung.